Will you tell me your name? Schmidt ist mein Name. Your full name? Dr. Paul Otto Schmidt. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Herr Zeuge, Sie haben an einem Teil der entscheidenden Besprechungen vor Kriegsausbruch zwischen dem englischen Botschafter Sir Neville Henderson und Angehörigen der Reichsregierung teilgenommen. Ist es richtig, dass Sie bei der Besprechung vom 30. August 1939 zwischen dem Angeklagten von Ribbentrop und dem britischen Botschafter... Go on, Dr. Horn. Ich wiederhole noch einmal meine Frage. Ist es richtig, dass Sie bei der...
The tribunal will adjourn until 1:45. 1:45. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Sie bei der Besprechung am 30. August 1939 zwischen dem Angeklagten und dem britischen Botschafter Henderson, wo fand diese Besprechung statt? Die Besprechung fand im Arbeitszimmer des Außenministers im Auswärtigen Amt in Berlin statt. In welcher Eigenschaft nahmen Sie an dieser Besprechung teil? Ich nahm an dieser Dolmetscher und Protokollführer teil. Seit wann sind Sie im Auswärtigen Amt in dieser Eigenschaft tätig und für wen waren Sie in dieser Eigenschaft tätig? Ich bin seit dem Jahre 1923 im Auswärtigen Amt als Dolmetscher für Konferenzen tätig gewesen und habe in dieser Eigenschaft für alle Außenminister von Stresemann bis Ribbentrop gedolmetscht, ebenso für eine Reihe von deutschen Reichskanzlern wie Hermann Müller, Marx, Brüning, Hitler und für sonstige Kabinettsmitglieder und Delegierte, die Deutschland auf internationalen Konferenzen vertraten. Ich habe also an allen internationalen Konferenzen seit 1923 als Dolmetscher teilgenommen, an denen Deutschland vertreten war. Hatten Sie Gelegenheit bei dieser Besprechung zwischen Ribbentrop und Sir Neville Henderson als Dolmetscher in Aktion zu treten? Nein, diese Gelegenheit hatte ich nicht, da die Unterhaltung auf Deutsch geführt wurde. War Botschafter Henderson der deutschen Sprache in vollem Umfang mächtig? Die Kenntnisse des Botschafters Henderson im Deutschen waren ziemlich gut, jedoch nicht vollkommen, so dass es vorkommen konnte, dass er in Augenblicken der Erregung gewisse Dinge nicht ganz richtig verstand, wie ein Zwischenfall, der sich während der eben erwähnten Unterredung zutrug, bewies. Und es war ihm dann auch manchmal nicht immer leicht, sich verständlich auf Deutsch auszudrücken. Aber er pflegte bei diesen Unterhaltungen mit den deutschen Gesprächspartnern im Allgemeinen Deutsch als Verhandlungssprache vorzuziehen. Im Laufe der Unterredung hat Herr von Ribbentrop dem Botschafter Henderson ein Memorandum vorgelesen, das die deutschen Vorschläge einer Regelung der zwischen Deutschland und Polen schwebenden Fragen enthielt. Ich frage Sie nun, Herr Zeuge, hat Henderson Sie bei dieser Unterredung ersucht, ihm den Inhalt des von Ribbentrop verlesenen Memorandums zu verdolmetschen? Nein, das hat er nicht getan. Hatten Sie den Eindruck, dass Sir Neville Henderson aufgrund seines Verhaltens den Inhalt
des Memorandums voll aufgenommen hatte? Das lässt sich natürlich sehr schwer sagen. Man kann in niemand hineinsehen. Ich bezweifle aber, dass er das Dokument in seinen Einzelheiten erfasst hat. Hat von Ribbentrop, dem Botschafter Henderson, bei Verlesung des Dokumentes Erläuterungen zum Text gegeben? Ja, es wurden während der Verlesung dieses Dokumentes von Zeit zu Zeit vom Außenminister zu einigen Punkten, die vielleicht unklar waren, Erläuterungen an Henderson gegeben. Hat Henderson selbst um derartige Erläuterungen ersucht? Nein, Henderson saß da und hörte sich die Verlesung des Dokumentes und die gegebenen Erläuterungen an. In welcher Atmosphäre fand diese Besprechung statt? Die Atmosphäre, in der diese Besprechung stattfand, war, das kann ich wohl sagen, gewissermaßen mit Elektrizität geladen. Beide Gesprächspartner waren außerordentlich nervös. Henderson war sehr unruhig. Und den Außenminister hatte ich selbst vorher noch nie und in der Folge vielleicht einmal derartig nervös erlebt wie bei dieser Unterredung. Zur Illustration der Atmosphäre kann vielleicht ein Zwischenfall dienen, der sich im ersten Teil der Unterredung abspielte. Da hatte es sich darum gehandelt, auf deutscher Seite noch einmal die Punkte zu präzisieren, die gegen die Polen und ihre Regierung vorgebracht werden konnten. Und der Außenminister hatte das in allen Einzelheiten getan und hatte dann mit den Worten abgeschlossen: Sie sehen also, Sir Neville Henderson, die Lage ist verdammt ernst. Als Sir Neville Henderson diese Worte hörte, also verdammt ernst hörte, fuhr er auf, erhob sich so gewissermaßen halb von seinem Sitz und zeigte mit einer Art warnenden Finger auf den Außenminister und sagte zu ihm: Sie haben eben verdammt gesagt. Das ist nicht die Sprache eines Staatsmannes in einer so ernsten Situation. Auf diese... What charge has this got relevance to in the indictment? Mit dem Punkt der Anklage, dass von Ribbentrop das Memorandum, das entscheidende Memorandum am 30. August 1939 so schnell verlesen habe, dass der Botschafter Sir Neville Henderson nicht in der Lage war, den Inhalt dieses Memorandums zu erfassen, ihn an seine Regierung weiterzugeben und seine Regierung zu veranlassen, es der polnischen Regierung weiterzugeben, um die Verhandlungen fortlaufen zu lassen zwischen Deutschland und Polen. England hatte damals seine guten Dienste und seine Vermittlung beiden Regierungen angeboten. Deutschland hatte aufgrund... Which passage in the indictment are you referring to? You may be right, I don't know. I only want to know which passage in the indictment are you referring to. Das bezieht sich auf die Vorbereitung beziehungsweise Nichtverhinderung eines Angriffskrieges, bei dem
zu dem Ribbentrop als Mitverschwörer angeklagt ist. Sorry, FC4. There's nothing about this way in which this document was handed over to Sir Noel Henderson, is there? I don't know. Presumably you've got the indictment. Where is it in the indictment? Es ist von der Anklagebehörde hier vorgetragen worden und es ist weiter vorgetragen worden und von... Sir, von Chamberlain im Parlament behauptet worden, dass dieses Memorandum von Ribbentrop at top speed verlesen worden sei, so, dass eine Übermittlung, eine Aufnahme des Inhaltes und eine Übermittlung auf diplomatischem Wege, die England ausdrücklich angeboten hatte, nicht möglich gewesen sei. Der Angeklagte von Ribbentrop steht also unter der direkten Anklage, diese letzte Möglichkeit einer weiteren Verhandlung mit Polen verhindert zu haben. Mit der Aussage des Zeugen wird bewiesen, dass diese Schuld den Angeklagten von Ribbentrop nicht treffen kann. Dr. Horn, you've made the point that it was read in that way. There's no charge about it in the indictment at all. It may be that the prosecution have referred to it in the course of the history. But you've made the point. Surely it isn't necessary to go on at length about it. Ich darf dann fortfahren. Sie hatten also den Eindruck, dass beide Staatsmänner sehr erregt waren. Ja, den Eindruck hatte ich. Auf welche Ursachen führen Sie diese Erregung zurück? Auf die gespannte Lage der Verhandlungen, auf die zahlreichen Besprechungen, die während der ganzen vorhergehenden Tage fast ununterbrochen stattgefunden und starke Anforderungen an die Nervenkraft aller Beteiligten gestellt hatten. Ist es richtig, dass von Ribbentrop, wie Sir Neville Henderson in seinem Buch behauptet, in den hässlichsten Ausdrücken gesagt hat, dass er dem polnischen Botschafter niemals um seinen Besuch bitten würde? Das ist mir nicht erinnerlich. Der Außenminister hatte lediglich gesagt, dass er den polnischen Botschafter nur als Verhandlungs- oder Gesprächspartner gebrauchen könne, wenn der polnische Botschafter mit den entsprechenden Verhandlungsvollmachten zu ihnen käme. Und diese Vollmachten hatte der Botschafter Lipski nicht. Er hat auf eine diesbezügliche Frage, die der Außenminister an ihn richtete, als der Botschafter Lipski bei ihm war, mit einem deutlichen Nein geantwortet. Er habe keine Verhandlungsvollmachten. Und daraufhin hat von Ribbentrop erklärt, Sir Neville Henderson erklärt, dass er dann den Botschafter nicht empfangen könne. Ist das richtig? Nein, ich habe eben gesprochen von einer Unterhaltung, die der Außenminister mit dem polnischen Botschafter gehabt hat und in deren Verlauf die Frage an den polnischen Botschafter gestellt wurde, ob er Verhandlungsvollmachten habe. Und darauf hat der polnische Botschafter gesagt, nein,
Und darauf hat der Außenminister dann erwidert, dass sich in diesem Falle natürlich kein Gespräch machen ließe. Von Ribbentrop hat dann dieses Memorandum, von dem wir vorhin gesprochen hatten, dem Botschafter Sir Neville Henderson nicht überreicht. Hatten Sie den Eindruck, dass von Ribbentrop den Text des Ultimatums dem Botschafter Henderson deshalb nicht überreichte, weil er nicht wollte oder weil er nicht durfte? Ja, lassen Sie. Es ist schwer für mich, auf diese Frage eine ganz klare Antwort zu geben, da ich ja bei den vorbereitenden Besprechungen, die Hitler mit dem Außenminister sicherlich über diesen Punkt vor der Unterredung mit dem englischen Botschafter gehabt hat, nicht zugegen war. Ich kann also nur aus meinen Eindrücken während der Unterredung mit dem englischen Botschafter Rückschlüsse ziehen über das, was dem Außenminister möglicherweise von Hitler als Instruktion für die Unterredung mitgegeben worden war. Und dazu kann ich Folgendes sagen. Als Henderson bat, man möge ihm das Dokument, das die deutschen Vorschläge enthielt, übergeben, sagte der Außenminister, nein, das Dokument kann ich Ihnen nicht geben. Und zwar gebrauchte er diese Worte. Das war natürlich ein etwas außergewöhnliches Verfahren, denn normalerweise hätte Henderson wohl erwarten können, dass ihm ein soeben verlesenes Dokument anschließend auch überreicht würde. Ich selbst war über die Antwort des Außenministers ziemlich überrascht und blickte auf, weil ich glaubte, ich hätte falsch verstanden. Blickte den Außenminister an und hörte, dass er nur zum zweiten Mal sagte, ich kann Ihnen das Dokument nicht übergeben. Ich sah aber, dass ihm diese Angelegenheit wohl selbst etwas peinlich war und dass er sich der ziemlich schwierigen Lage, in der er sich durch diese Antwort befand, wohl bewusst sein musste. Denn es spielte ein gewisses unbehagliches Lächeln um seine Lippen, als er diese Worte, ich kann Ihnen das Dokument nicht geben, mit ruhiger Stimme Henderson weitergab. Ich sah daraufhin Henderson an, weil ich natürlich nun erwartete, dass Henderson mich auffordern würde, ihm dieses Dokument zu übersetzen. Aber die Aufforderung kam nicht. Ich blickte Henderson von mir aus ziemlich einladend an, denn ich wollte von mir aus dieses Dokument übersetzen, weil ich wusste, wie außerordentlich wichtig eine schnelle und vollständige Übergabe an seines Inhalts an die englische Regierung war. Und hätte, wenn ich aufgefordert geworden wäre, zu übersetzen, ganz langsam, fast in Diktatgeschwindigkeit sprechen können, um gewissermaßen durch diese Hintertür dem englischen Botschafter es zu ermöglichen, nicht nur die allgemeine Linie, sondern die Einzelheiten des deutschen Vorschlags niederzuschreiben und anschließend an seine Regierung zu übermitteln. Aber auch auf mein aufforderndes Hinsehen reagierte Henderson nicht, sodass dann die Unterredung sehr bald ihr Ende fand und die Ereignisse ihren Lauf nahmen. Haben Sie am Morgen des 3. September 1939 das englische Ultimatum an die deutsche Regierung entgegengenommen? Jawohl, das trifft zu.
Wem haben Sie dieses Ultimatum überreicht? Am Morgen des 3. hatte die englische Botschaft so zwischen 2 und 3 in die Reichskanzlei telefoniert. Wo ich noch mit dem Außenminister anwesend war, um mich für eventuelle Besprechungen zur Verfügung zu halten, um mitzuteilen, dass der englische Botschafter von seiner Regierung Instruktionen erhalten habe, wonach er genau um 9 Uhr morgens dem Außenminister eine wichtige Mitteilung namens der englischen Regierung zu machen hätte. Und er bat daher um eine Unterredung bei Herrn von Ribbentrop um diese Zeit. Dieser ließ erwidern, dass er selbst nicht verfügbar wäre, dass er aber einen Angehörigen des Auswärtigen Amtes, in diesem Falle mich, bevollmächtigen würde, an seiner Stelle die Mitteilung der englischen Regierung durch den englischen Botschafter entgegenzunehmen. Und so kam es, dass ich morgens um 9 Uhr den englischen Botschafter in Ribbentrops Arbeitszimmer empfing. Meine Aufforderung, sich zu setzen, lehnte Henderson ab und verlas mir stehend das bekannte Ultimatum der englischen Regierung an die deutsche Regierung, wonach, wenn nicht gewisse Bedingungen von deutscher Seite erfüllt würden, die englische Regierung sich um 11 Uhr vormittags als mit Deutschland im Kriegszustande betrachten würde. Nachdem wir noch einige persönliche Abschiedsworte gewechselt hatten, nahm ich das Dokument und begab mich damit in die Reichskanzlei. Wem haben Sie dieses Dokument dort überreicht? In der Reichskanzlei habe ich es Hitler überreicht. Das heißt, ich habe ihn, den ich in Besprechungen mit dem Außenminister in seinem Arbeitszimmer traf, dieses Dokument ins Deutsche übersetzt. Als ich mit der Übersetzung fertig war, herrschte zunächst Stillschweigen. War Hitler allein? In dem Raum. Nein, wie ich bereits sagte, befand er sich in seinem Arbeitszimmer zusammen mit dem Außenminister. Und als ich mit der Übersetzung fertig war, waren beide Herren ungefähr eine Minute lang völlig still. Ich konnte deutlich bemerken, dass ihnen diese Entwicklung der Dinge keineswegs gelegen kam. Hitler saß eine Weile lang nachdenklich auf seinem Stuhl und blickte einigermaßen besorgt vor sich hin. Dann beendete er das Schweigen mit einer etwas brüsken Frage an den Außenminister und sagte: Was sollen wir nun machen? Und darauf begannen dann die Herren unter sich über die nächsten diplomatischen Schritte, die zu ergreifen wären, zu sprechen, ob dieser oder jener Botschafter herbeizurufen wäre und so weiter. Ich verließ dann natürlich das Zimmer, da ich weiter nichts dort zu tun hatte. Als ich in das Vorzimmer kam, fand ich dort oder hatte vielmehr schon beim Hereingehen einige Kabinettsmitglieder und höhere Beamte versammelt gefunden, denen ich beim Hereingehen nur auf ihre fragenden Blicke, denn sie wussten, dass ich soeben mit dem englischen Botschafter zusammen gewesen war, gesagt hatte, dass keine zweite Münchner Konferenz stattfinden würde. Als ich nun wieder herauskam,
sah ich an den besorgten Gesichtern, dass meine Äußerung richtig aufgefasst war. Und als ich nunmehr Ihnen noch mitteilte, dass ich soeben ein englisches Ultimatum Hitler überbracht habe, da fiel ein sehr bedrücktes Schweigen über den Raum. Die Gesichter wurden plötzlich ziemlich ernst. Und ich entsinne mich noch, dass zum Beispiel Göring, der vor mir stand, sich zu mir herumdrehte und sagte: Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann gnade uns der Himmel. Goebbels stand in einer Ecke für sich allein und machte ein außerordentlich ernstes, um nicht zu sagen bedrücktes Gesicht. Und diese Atmosphäre der Bedrücktheit herrschte bei allen Anwesenden und ist mir natürlich als etwas sehr Bemerkenswertes für die Stimmung am ersten Kriegstage im Vorzimmer der Reichskanzlei bis auf den heutigen Tag in Erinnerung geblieben. Sie hatten also nicht den Eindruck, dass diese Männer eine Kriegserklärung erwarteten? Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Herr Zeuge, hatten Sie Gelegenheit zu beobachten, wie von Ribbentrop auf das Eintreffen der Nachricht des japanischen Überfalles auf Pearl Harbor reagierte? Eine direkte Gelegenheit dazu hatte ich nicht. Aber es war bei uns im Auswärtigen Amt allgemein bekannt, dass der Außenminister genauso wie das ganze Auswärtige Amt von der Nachricht von Pearl Harbor völlig überrascht worden war. Bestätigt wurde bei mir dieser Eindruck durch eine Mitteilung, die mir ein Mitglied der Presseabteilung machte. Die Presseabteilung hatte eine Abhörstelle für Rundfunknachrichten. Und bei wichtigen Nachrichten hatte der diensttuende Beamte die Weisung, sofort den Außenminister persönlich ins Bild zu setzen. Als nun die erste Nachricht von Pearl Harbor von dieser Abhörstelle der Presseabteilung aufgefangen wurde, glaubte der Diensthabende, sie sei wichtig genug, um sie seinem Chef, also dem Leiter der Presseabteilung, zu melden, der sie an den Außenminister weitergeben wollte. Er wurde aber von dem Außenminister, so ist mir berichtet worden, ziemlich unwirsch abgewiesen. Und der Außenminister sagte, das wäre sicher irgendeine Presseerfindung oder eine Presseente. Und unsere Presseabteilung sollte ihn nicht mit solchen Sachen stören. Daraufhin kam eine zweite und eine dritte Meldung über Pearl Harbor. Ich glaube, es war dann auch eine Reuter-Meldung darüber von der Rundfunkstelle, von der Abhörstelle aufgefangen worden. Und da fasste der Leiter der Presseabteilung, wie er mir sagte, nochmal Mut, trotz des Verbotes, den Außenminister nicht mehr zu stören, und teilte ihm diese Nachricht noch einmal mit. Und erst da ließ... This evidence seems to be utterly uninteresting and irrelevant to the tribunal. Von Ribbentrop wird beschuldigt, auch den Angriffskrieg gegen USA vorbereitet zu haben.
but what you were dealing with was the reactions of the press. What have we got to do with the reactions of the press? Der Zeuge schilderte, wie von Ribbentrop auf den Angriff auf Pearl Harbor reagierte. Von Ribbentrop wusste nichts davon, dass Pearl Harbor von den Japanern überhaupt Amerika angegriffen werden sollte. Eine derartige Vereinbarung hat auch nicht zwischen Japan und Deutschland bestanden. Es ist also nicht richtig, dass von Ribbentrop einen Angriffskrieg gegen die USA vorbereitet habe. Das wird dadurch... We're talking about the press. I'm not saying that you oughtn't to ask him whether the foreign minister was knew nothing about the attack upon Pearl Harbor. That wasn't what I said. What I said was that the tribunal was not interested and thought it was irrelevant for you to go into the reactions to the press. The reactions of the press. Herr Zeuge. Sie waren bei den Verhandlungen zu dem Flottenvertrag in England dabei. Können Sie uns sagen, wie diese Verhandlungen verliefen und ob Sie von Ribbentrop aufrichtig meinte und was er damit für Ziele verfolgte? Der Verlauf der Verhandlungen, bei denen ich auch als Dolmetscher zugegen war, vollzog sich durchaus glatt, nachdem einige Schwierigkeiten überwunden worden waren. Herr Zeuge, Sie waren im Jahre 1944 bei einer Unterredung zwischen Horthy und Hitler in Klessheim anwesend, an der auch von Ribbentrop teilgenommen hat und in der über die Frage die Lösung der Judenfrage in Ungarn gesprochen wurde. Wie äußerte sich von Ribbentrop zu Ihnen zu dieser Frage? Es hatte bei der Unterredung selbst eine Schwierigkeit gegeben. Als Hitler darauf bestand, dass Horthy in der Judenfrage energischer vorgehen sollte und Horthy ihm in einer gewissen Erregung antwortete, ja, was soll ich denn tun? Soll ich die Juden vielleicht totschlagen? Darauf war eine gewisse Stockung eingetreten. Und der Außenminister hatte zu Horthy gewandt gesagt, ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder dieses oder die Juden zu internieren. Und hat, was ein verhältnismäßig seltener Fall war, hinterher zu mir gesagt, dass die Forderung Hitlers in diesem Zusammenhang vielleicht doch etwas weitgehend gewesen sei. Am 25. August 1939 haben Sie an einer Besprechung zwischen Hitler, Henderson und Ribbentrop teilgenommen, in der Ribbentrop und Hitler noch einmal ihren Wunsch Ausdruck gaben, zu einer Einigung mit Polen zu kommen, unter Zuhilfenahme der englischen Vermittlung. Ist es richtig, dass Sie dann mit dem Entwurf
dieser über die Besprechung angefertigten Note von Ribbentrop zu Henderson in die Botschaft geschickt wurden, um ihn zu bitten, sich der Verwirklichung dieses Vorschlages möglichst anzunehmen und ihn durchzubringen zu versuchen. Ist das richtig? Das trifft zu. Jawohl, das trifft zu. Ich darf dem Gericht eine Kopie dieses Telegrammes von Sir Neville Henderson an Lord Halifax überreichen. Ist es richtig, Herr Zeuge, dass am 28. August 1939 Herr von Ribbentrop bei einer erneuten Aussprache mit Sir Neville Henderson noch einmal einwarf, dass eine Einigung zwischen Deutschland und England unter Regelung der polnischen Frage doch Chamberlains heißester Wunsch gewesen sei, wie sich der englische Premierminister gegenüber Ribbentrop ausgedrückt habe, und dass von Ribbentrop dies dann noch einmal gegenüber Henderson zum Ausdruck gebracht hat. Ist das richtig? Ja, das trifft zu. Darf dem Gericht die entsprechende Note als Beweisdokument überreichen. Ich bitte das Gericht, die Urkunde zur amtlichen Kenntnis zu nehmen. They be numbered then. They be numbered. Die eine Nummer ist bereits von der Staatsanwaltschaft überreicht worden und trägt die Nummer TC-72 und noch eine Nummer. Und die zweite ist auch schon überreicht worden von der Staatsanwaltschaft. Ich habe sie nur noch einmal dem Gericht vorgelegt, weil ich mich jetzt darauf bezogen habe. Herr Zeuge, noch eine letzte Frage. Sie haben in Ihrer reichen Dolmetschertätigkeit ausführlich Gelegenheit gehabt, Hitler im Verkehr mit Ausländern zu beobachten. Welchen Eindruck übte Hitler nach Ihren Beobachtungen auf ausländische Staatsmänner aus? Es ist natürlich nicht ganz leicht, auf diese Frage zu antworten, da man ja nicht den Menschen in die Herzen oder in die Gehirne sehen kann. Aber man kann als Beobachter natürlich gewisse Rückschlüsse ziehen aus der Haltung. Dr. Horner, the tribunal doesn't think really that it's a matter which is relevant, the effect which Hitler's demeanor had upon foreign statesmen. Doesn't influence us in the least. Ich ziehe meine Frage dann zurück und habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. Any other defendants' counsel wish to ask questions? Rechtsanwalt Dr. Stamer für den Angeklagten Rührn Reichsmarschall Göring. Herr Zeuge, waren Sie anwesend bei einem Gespräch, das etwa ein Jahr vor Ausbruch des Krieges zwischen dem Lord Londonderry und dem Feldmarschall Göring in Karinhall stattfand? Jawohl, bei diesem Gespräch war ich anwesend. Schildern Sie dem Recht kurz den Inhalt dieses Gespräches. Ich kann mich nach so langer Zeit natürlich auf Einzelheiten nicht mehr besinnen, sondern erinnere mich nur noch daran, dass das Gespräch die deutsch-englische Annäherung
beziehungsweise die Ausschaltung von deutsch-englischen Konfliktstoffen zum Gegenstand hatte. Und daneben natürlich eine ganze Reihe von technischen Fragen der Luftfahrt und der Luftwaffe behandelt wurden. Mir ist besonders eine Äußerung von Göring im Verlaufe dieses Gespräches immer in Erinnerung gewesen, als er nämlich zum Abschluss einer gewissen Argumentation, die dartun sollte, wie wünschenswert es sei, dass Deutschland und England miteinander gut stünden und Konflikte vermieden, zum Schluss Folgendes sagte: Wenn unsere beiden Länder in einen Krieg miteinander geraten sollten, dann wird es natürlich einen Sieger und einen Besiegten geben. Aber der Sieger in diesem schweren Konflikt, der wird im Augenblick des Sieges gerade noch die Kraft haben, dem Besiegten den letzten Stoß zu versetzen und wird dann selber schwer getroffen neben ihm zu Boden sinken. Und aus diesem Grunde sollten unsere beiden Länder sehen, ohne Krieg und ohne Konflikt miteinander auszukommen. Nahmen Sie teil an den Verhandlungen in München im Herbst 38? Jawohl, an den Verhandlungen habe ich teilgenommen. War auch der damalige Feldmarschall Göring zugegen? Er hat sich nur in Einzelfragen von weniger großer Bedeutung eingeschaltet. Er hat sich aber in einer Weise eingeschaltet, die erkennen ließ, dass er Schwierigkeiten, die sich aus gewissen technischen Punkten für den Fortlauf der Verhandlungen ergeben konnten, nach Möglichkeit durch seine Intervention aus dem Wege räumen wollte. Dass ihm mit anderen Worten daran gelegen war, die Einigung von München nicht an diesen technischen Verfahrenspunkten, die im zweiten Teil der Verhandlung eine Rolle spielten, scheitern zu lassen. Waren Sie zugegen bei einer Unterredung, die im Herbst 1937 zwischen Lord Halifax und dem damaligen Feldmarschall Göring stattfand, und zwar im Anschluss an eine Besprechung, die Lord Halifax mit Hitler auf dem Berghof gehabt hatte? Jawohl, da war ich zugegen. Welchen Verlauf nahm diese Besprechung? Ganz kurz, bitte schildern. Ich muss vorher sagen, dass auf dem Obersalzberg die Unterhaltung mit Lord Halifax sehr schlecht verlaufen war. Die beiden Gesprächspartner hatten sich in keiner Weise irgendwie näher kommen können. Und bei Göring verbesserte sich die Atmosphäre. Es wurden dieselben Punkte behandelt wie auf dem Obersalzberg. Die Themen, die damals aktuell waren, das heißt der Anschluss, die Sudetenfrage und schließlich noch Korridor und Danzig-Probleme. Und Hitler hatte auf dem Obersalzberg ziemlich kompromisslos die Dinge behandelt und mehr oder weniger verlangt, dass eine Lösung, so wie er sie sich vorstelle, auch von England angenommen würde. Während Göring bei seinen Besprechungen immer Wert darauf legte oder immer betonte, dass ihm eine friedliche Lösung, das heißt eine Lösung auf dem Verhandlungswege, vorschwebe und dass man alles tun sollte und dass er auch glaube, dass wenn die Verhandlungen richtig in die Hand genommen würden, sich vor alle drei Fragen
eine solche Lösung finden lassen würde. Ich habe keine Wand. Dr. Latienza, Verteidiger des Generalstabs und des UKW. Herr Zeuge, Sie waren bei sehr vielen politischen Besprechungen Hitlers zugegen. Haben Sie bei diesen Gelegenheiten festgestellt, dass hohe militärische Führer in der Richtung ihn zu beeinflussen suchten, das deutsche Gebiet auf friedliche oder kriegerische Weise zu erweitern? Nein, derartige Bemühungen von militärischer Seite habe ich nicht festgestellt, da bei politischen Verhandlungen die militärischen Vertreter am Anfang, wenn es sich um die großen Probleme handeln, meistens überhaupt nicht dagegen zugegen waren und erst zu den Besprechungen zugezogen wurden, wenn irgendwelche rein militärischen Probleme behandelt wurden. Und dann nahmen sie natürlich nur zu rein militärischen Fragen Stellung, äußerten sich aber nicht über irgendwelchen politischen Dinge. Dann habe ich noch eine Frage. Haben Sie bei Gelegenheit solcher Besprechungen festgestellt, dass hohe militärische Führer bestrebt waren, politischen Einfluss auf die Reichsregierung auszuüben? Nein, das habe ich nicht festgestellt und das hätte man ja auch gar nicht feststellen können, weil sie ja meistens nicht dabei waren.